wachsen. Politiker reden, Menschen, Massen, die sich ins Viertel bewegen. Aus den Scheinen, die es oben regnen, werden die unten Tränen. Heilige Scheine verbeugender Seelen. Gut bei ihnen, Menschen, Menschen hassen, hassen. Politiker reden, Menschen, Menschen Massen, Massen, die sich ins Viertel bewegen. Yeah. Aus den Scheinen, die es oben regnet, werden die unten Tränen. Heiligen Scheine vergoldener Seelen. Gut bei ihnen. Die Postleitzahl reicht aus, um bei Jobs oder Wohnungen abgelehnt zu werden. Neoliberale Ideale zerbrechen zu Scherben und Lächeln fällt schwer. Überall Scheiße und Müll, woanders verschwindet der Dreck über Nacht. Fast, als wäre es im Interesse der Stadt, dass man die Nachbarschaft hasst. Der Hass trifft immer die Falschen und nicht die, die profitieren von den Krisen. Erst müssen Katastrophen geprägt in Länder dran glauben, dann Viertel wie diese, in denen Gebeutelte ausgebeutet werden, Perspektiven und Träume sterben. Die Schere zwischen Armut und Reichtum könnte nicht deutlicher werden. Jetzt steckt man hier Geld rein, nicht in Kulturangebot oder Infrastruktur, sondern damit Leute herziehen, die an den Maikantereit hören und nicht Tupac Shakur. Die Freude strahlt um den Block spazieren und dort konsumieren. Der Junge, der es ihnen verkaufte, kann wählen, ob er inhaftiert oder obdachlos wird. Doch darüber sieht man hinweg, jeden Monat die Miete gedeckt. Kein Stress, kein Nachname, der nach Ausländer klingt, also weiter am Text. Weil sie den Flair hier genießen, der Kontrast zum Elternhaus gefällt ihnen. Und dann sehen sie 7 Jahre älter aus, wenn sie in 3 Jahren wegziehen. Menschen, Menschen hassen, hassen, Politiker reden, Menschen, Menschen Massen, Massen, die sich ins Viertel bewegen. Yeah. Aus den Scheinen, die es oben regnet, werden hier unten Tränen. Heiligen Scheine vergoldener Seelen. Gut bei ihnen. Wir sind alle Teil des Problems, ja. Die vielen tollen linken Studierenden. Unser Statement, weniger zahlen als wir könnten fürs billige Bier, das wir trinken. Jack Wilskin sitzt bequem vor der Altbauwohnung stehen. Der Obdachlose kriegt sicher kein Euro, der füttert nur sein Alkoholproblem, ja. Angebot und Nachfrage, daran wird sich niemals was ändern. Leider auch dann nicht, wenn der gierige Wichser einen Mietvertrag gendert. Vonovia meint es nur gut, die Mieten sind relativ fair. Wer alles vertrieben wurde durch die Renovierungswelle, Digga, weiß ich nicht mehr. Vor 3 Jahren war hier an der Ecke noch ein kleiner Laden, da gab's Paderborner und Center Shocks. Heute musst du für den Kaffee 3 Euro bezahlen. Seit wir hier waren, stiegen die Preise um 30%. Verbringen den Anfang der goldenen 20er hier und dann fliehen wir in die Dekadenz. Denn wenn wir dann Kinder haben oder Geld, dann ziehen wir hier weg und erzählen fortan über unsere Erfahrungen im Ghetto, als wäre es der letzte Dreck. Haben unseren Eltern ein paar Jahre erzählt, es sei wichtig, das kennenzulernen. Und mittlerweile grüßen wir selber den komischen Typen vom Penny nicht mehr. Fuck, Menschen, Menschen hassen, hassen, Politiker reden, Menschen, Menschen Massen, Massen, die sich ins Viertel bewegen. Yeah. Aus den Scheinen, die es oben regnet, werden Juden Tränen. Heiligen Scheine vergolden das Elend. Gut bei ihnen. Selten Sonnenschein, das Viertel, es liegt im Schatten den Großteil der Zeit. In alten Gebäuden, die damals von britischen Bombern zerstört, wo du hörst, wo sie streiten. Hab in 3 Wohnungen hier gelebt, jedes Mal rohe Gewalt in der Nachbarschaft. Für die Staatsanwaltschaft ist scheinbar nicht abgefuckt genug. Langsam ist gut, langsam ist gut, langsam ist gut, langsam ist gut.